Willkommen zurück bei Prince of Persia, Sands of Time, Sands of Time. So, wir sind jetzt hier durch diesen geheimen Durchgang raus. Für einen geheimen Durchgang ist es natürlich ein riesen... Oh, Gang hier. Das war sehr knapp. Okay, es ist also zeitgesteuert. Ich kann also rüberspringen. Ich dachte, er hangelt sich vielleicht unten an die komische Ritze. Ich erinnere mich so ein bisschen hier. Kommt, glaube ich, bald ein größeres Rätsel. Und ich habe gesehen, dass in den Videoaufnahmen immer, also Video-In-Game-Aufnahmen, immer, die Fraps-Anzeige zu sehen ist, das kann ich irgendwie nicht vermeiden. Na, genau das Rätsel meinte ich. Ist auch ein Typ. Okay, wir können momentan nur in diesem Hebel hier ziehen. Okay, das Ganze ist zeitgesteuert. Gott sei Dank! Ich dachte, ihr wärt einer von denen. Helft ihr mir, das Verteidigungssystem zu aktivieren? Wir sind beide dazu nötig. Ich setze die Achsen zurück. Der Mann, der das normalerweise macht, ist... Ach, egal. Fahrt die Plattform nach unten. Benutzt die beiden Kurbeln, um sie wieder hochzufahren. Seht ihr die vier Achsen? Ihr müsst sie alle vier, eine nach der anderen, aufnehmen. Dann müsst ihr sie zusammen nach oben bringen. Okay. Achtet auf die Reihenfolge, in der ihr sie aufnehmt. Wood? Hier haben wir eine Anzeige. Wir sind jetzt momentan ganz unten. Wir müssen die vier Achsen aufnehmen. Und dann noch in die richtige Reihenfolge bringen. Das heißt, der Vollmond ist an dritter Stelle. Der muss also... Ah, der ist ja schon dran. Okay. Genau! Die eine Kurbel dreht die Plattform! Okay. Die andere hebt und senkt sie! Kann ich mich jetzt darauf stellen, oder was? Ah. Gut so! Ihr habt die erste! Nun nehmt noch die drei anderen! So, links... Senkt dran! Achtet auf die Rillen! Okay, das ist ja schon mal voreingestellt.
Das heißt, wir holen uns jetzt rechts den Vollmond. Ne, ist ja der Schwarze. Der Neumond ist das ja, glaube ich. Hä? Wieso konnte ich jetzt nicht weiter drehen? Ah. Und jetzt muss das Ding nämlich runterfahren, damit wir das andere Teil mitkriegen. Zack. Nummer 2! Das Dumme ist, wenn wir die Fallen aktivieren, arbeiten die natürlich auch gegen uns. So, jetzt fehlt uns noch der Halbmond. Und die Sichel. Können wir das Ding nehmen? Macht wahrscheinlich auch Sinn. Nur noch eine! Nein! Noch nicht! Ihr müsst alle vier Achsen aufnehmen! Und sie dann nach oben bringen. Ach, ich muss ja drehen. Ich bin ja doof. So, und jetzt nach unten. Mensch, irgendwie hatte ich das schwierig. Schwieriger in Erinnerung. Und verbindet sie mit ihren Zahnrädern! Da ist der Halbmond. Der Halbmond ist hier, also müssen wir noch einmal nach so drehen. Nein! Ihr schafft es! Jetzt fehlt nur noch eine Sache! Seht ihr die Plattform? Betätigt euren Hebel! Dann bin ich dran! Was für eine Maschine ist das? Ich sagte, es ist das Verteidigungssystem! Verschwendet keine Zeit! Betätigt den Hebel! So, und die lädt das kaputt. Wir können die nutzen. Um Himmels Willen, worauf wartet ihr? Betätigt den Hebel! Die Dämonen können jederzeit zurück sein! Ha! Geschafft! Geschieht den verfluchten Dämonen recht! Sie sollen den Tag bereuen, an dem sie den Palast von Azad angegriffen haben!
Ich wusste es. Kommt er jetzt runter, gesprungen? Hallo. Hey, der Drappi-Wert. Alter. Ich denke, was zu trinken, weil eine Quelle nehmen, ne? Shit. Speichern tun wir natürlich. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Oh nein, warum habe ich nur auf diesen Irren gehört? Ich nehme mal an, wir sollten nicht durch die Löcher latschen. Okay, da wird irgendwas rausfahren, sobald wir den Hebel aktivieren. Und dann ist der Scheiß auch noch zeitgesteuert. Oh ja, ich liebe seine zeitgesteuerten Passagen, ey. Oh. Die Verteidigung des Palastes hatte ihre eigene Logik. Sie konnte mit einigen strategisch platzierten Schaltern umgangen werden. Ich lernte schnell, sie zu erkennen. Doch es schien, als hätte ich einen schweren Fehler begangen, als ich dieses System in Gang setzte. Denn es war besser dazu geeignet, mir nach dem Leben zu trachten, als einem Angreifer, der nicht aus Fleisch und Blut war. Na toll! Au! Na klasse. Shit. Und dreh dich weg. Oh, leck mich. Thank you.
reicht langsam. Ich will nicht noch mehr Gegner. Und gute Nacht. So, Folgenpause, Spitzwetter, gemisch. Bis dann.